einen wunderschönen guten Tag gewünscht draußen, meine Lieben. Wir waren einkaufen, Marlene und ich. Marlene hatte ja heute Berufsschule. Da sind wir relativ früh Schluss verhältnismäßig. Und jetzt stehen wir beim Bäcker, weil sie so einen Hunger hat. Hinter Leuten, die sich nicht entscheiden können. Mal gucken, was das jetzt hier wird. Gleich erstmal, wie spät das ist. Wow, 1% Akku. 13 Uhr. Dann können wir jetzt gleich zum Malu fahren. Was ist das? Ein Windbeutel. Ich möchte das. Und so ein Papagei. Rückenschmerzen. Hast du mich verstanden? Ich hab dich verstanden. Ich hab Rückenschmerzen. Malushi abholen, dann Einkauf ausräumen und gucken, was heute Abend, heute Nachmittag noch alles ansteht. Papi. Möchtest du Poppies, Mama? Ja. Ich wollte gerade ihr was zum Abendessen machen. Möchtest du einen Toast haben oder Poppies? Papier. Ja, okay, gut. Und welche Poppies willst du? Die? Ja. Das sind keine Poppies. Das sind Dinkelherzen, Malu. Oder willst du diese hier? Die? Sie will die Dinkelherzen, Mama. Sie will die. Oder? Das sind keine Poppies. Habt ihr schon gesehen, wir haben einen neuen Küchenschrank. Die der ist jetzt nicht mehr angeschrägt, sondern gerade. Und er geht wieder alleine auf und zu. Manchmal? Vorher war das ja... Dir mal einen raus, dass der die eine. Alleine nicht, also da will nicht mehr zu. Eine. Und ach, so ganz viele Sachen anders. Nimm dir einen. Jetzt fehlt da unten zwar noch die Fußleiste, da hat er sich fotografiert und macht doch nochmal neu. Halten. Vorher war der ja so abgeschrägt, die komplett. Hier oben gab es leider kein Regalbrett dazu, da haben wir das alte genommen. Das kippelt natürlich. Aber. Wie sie das knuspert das mit ihren kleinen Mumu-Zehen. Warte. So, echt schwer auf einer Seite. Bleib mal da sitzen. Eigentlich wollte ich jetzt mal Lou was zum Abendessen machen. Soll Mama dir noch einen Toast machen? Ja. Ja. Magst du einen Toast essen? Ja. Mit was möchtest du drauf haben? Toast. Toast mit Käse oder Toast? Oder mit Fuß. Mit ledernem Fuß. Ja. Nein. Achso, soll ich nicht? Manu, das schmilzt in deiner Hand, ne? Du musst die essen. Nein. Doch. Das ist jetzt aber auch das letzte an Süßigkeiten. Das ist das letzte an Süßigkeiten, hast du gehört? Komm her, wir müssen kurz kuscheln. Okay. Ja, doch Kette. Findest du die gut? So. Findest du die schön? Würdest du auch gerne so eine haben? Willst du die mal umhaben? Soll ich dir die mal ummachen? Okay, warte. Wie sie guckt. Warte, ich muss kurz gucken, wo das richtige Dings ist. Das ist hier, warte. Eine hübsche Kette? Ja. Wow. So. Wow. Eine richtig schicke Chain hast du. Kostet 250 Euro, Malushi. Guck, hier ist sogar noch ein kleines Herz. Siehst du? Ja. Und hier ist noch ein Herz. Papa. Wow. Ich glaube, die passt sogar über den Kopf, kann das sein? Nein. Mann. Die ist schick, ne? Ja. Die will sie anhaben, ne? Okay, sorry. Mama, sie so abgezogen. Wir haben gerade beschlossen, dass wir ein bisschen später zum Abendessen, also sprich, wenn Malu im Bett ist. Nee, du kriegst jetzt einen Toast. Mama macht jetzt einen Toast. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es denn jetzt? Hast du nur also, du hast hier, warte, komm mal, ich mach jetzt erstmal kurz die Kette ab, weil sonst vergesse ich die. Und dann bin ich traurig, weil das ist meine Lieblingskette. Die hat Mama mir gekauft. Komm mal her. Kleine Ratte. 36 Euro. Hat's ja auch so ganz. Du kannst noch ein Herz haben. Okay? Nein. Möchtest du noch Poppies? Möchtest du ein paar Poppies essen? Die oder die? Die. Die? Ja. Die hier? Ja? Sag, mach einfach mal. Ist so witzig, ich habe jetzt wieder dieses eine Spiel gestartet, wo ich mit Leuten aus 2019 geredet habe.
Vor 4 Jahren, oder? Ja. Ja. Die sind einfach alle älter als ich. Ich wusste das nie. Ich dachte, das sind alles so Knirpse. Ich habe gerade einfach jemanden getroffen, der ist Jahrgang 2008. Ist nicht wie Mara? Nein, die ist 9. Ach, sie ist sogar älter. Nee, 2008 ist dann ja, älter. Sorry, Digga. Aber du weißt, was ich meine. Dickerst du mich? Hä? Warum dickerst du mich? Sorry. Ich rede halt so mit jedem. Du Schatti. Nehmen Sie mal kurz. Mal in Ihren Sitz aus? Nehmen Sie mal kurz. Okay. Ja. Na, du bist ein Puh. Ja. Mir ist so kalt. Ich fühle mich gerade am Wurzeln mit so einem dicken Pullover an. Hunger, mach. Ja. Sag danke. Ach Mann. Ah, jetzt ist der Snap angekommen. Wollen wir zusammen gucken? Wegen der Jacke. Würdest du dir die jetzt nochmal kaufen? Ja, ich finde, die sieht gut an ihm aus. Ach, hallo Familie! Hallo. Was machst du jetzt? Einkaufen gehen. Wann? Wie spät ist es denn? In 22 Minuten muss ich los. Okay, und was ist das jetzt alles? Das ist jetzt, das gehört mir nicht, das gehört mir auch nicht. Mir gehört nur da der Schal und das Jacken und. Hä, Marlene? Ich denke, das hier gehört. Ja, das, der gehört ihr. Der Rest gehört mir. Das gehört mir hier. Ach so. Das gehört Marlene. Okay. Junge, okay, und wann bist du wieder hier? Was? Wann bist du wieder 21 hier? 21 Uhr oder 10 oder so. Willst du die Kopfhörer mitnehmen? Was? Willst du die DJI mitnehmen? Die Kleider? Willst du das noch hören? Ich hoffe mal, das ist. Mara hat vorhin mit einem Jungen telefoniert. Aha. Ja, ich dachte, das Auslaufen. Schon wieder? Halt ehrlich jetzt mal gefragt. Ich hatte. Nee, meine Bewertung hat gerade für 10 Minuten abgesagt. Wieso ist denn sowas hier unten jetzt? Achso, das habe ich benutzt, aber ich weiß nicht, warum das jetzt hier auch immer steht. Komm, Baby, strip für mich, zieh dich aus. Strip für mich. Ich habe auch ganz bestimmt genügend Scheine mit für dich. Warum schickst du mir das? Was ist das? Ich? Mhm. Das habe ich in die Klassengruppe geschickt, in die Gruppe bei uns. Marlene, warte! Sie muss wieder eine Sprachnotiz abhören. Von wem? Echt jetzt? Von Mr. Krabs? So, ich gucke das jetzt mal an. Komm, Baby, strip für mich, zieh dich aus, strip für mich. Kannst du mich mal ganz kurz filmen? Warte mal kurz, bitte. Einmal kurz, wie schön sie ist. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schön, aber hier, Maluschi, mach das mal sauber, bitte. Hm? Einmal sauber machen. Oh. Genau. Zeig mal, wie toll du essen kannst. Hallo, ich mag. Wie sie sich die Schüssel wegschiebt. Ich mache jetzt auch schnell Toast und dann esse ich mit 1000 wieder einen Abschluss. Haben wir nur noch das Toast? Oh. Mama? Oh, das ist voll. Nee, ich glaube, wir haben noch ein anderes. Nee, das ist das, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Was hier? Guck mal. Ich bin mir auch nicht sicher gerade. Maluschi, zeig mal, wie schön du essen kannst. Komm, weil ich strip für mich. Zieh dich aus. Erstmal ein Poppy. Hi. Alle. Deine Poppys sind alle? Oh. Okay. Was machen die beiden? Wann wird er eigentlich abgeholt? 20 Minuten ungefähr. Also dann werde ich losgehen ungefähr. Ich treffe mich erst bei ihm bei Platz, weißt du? Nicht machen. Mama? Erstmal essen. Warte ganz kurz, Mara. Maluschi, schön essen und wenn du fertig bist, dann gehen wir Zähne putzen, okay? Klasse, super. Ui. Du willst Zähne putzen. Zähne putzen möchtest du? Aber ess doch erstmal auf, wir können doch gleich Zähne putzen gehen. Mama wartet auf dich, okay? Du hast Zeit. Klasse! Klasse!
Wie schnell sie die inhaliert. Und stopp, erstmal kauen und Mund leer machen. Der hat ja eh keinen drauf, auf dem letzten. Ja, ich weiß. Super! Mama! Ich bin jetzt abgeschminkt. Ich konnte da oben absolut nicht drehen gerade, weil... Nein! Mitnehmen? Nein! Komm, musst du auch mitnehmen. Das kannst du keinen trinken. Mama, ja? Dann geh ich in die Dusche! Nein! Nein, auf keinen Fall, weil du hast jetzt gerade die komplette Badewanne volllaufen lassen und darin baust du jetzt. Hast du gerade den Kopf gestoßen? Ja. Ich bin jetzt schon draußen. Es ist mir egal. Du bleibst jetzt da drinnen. Nein. Ja, es wird jetzt nicht nochmal duschen gegangen. Das ist doppelte Wasserverschwendung, Max. Das geht gar nicht. Dann mach das. Hallo Papa, hilf uns mal. Ist ein bisschen viel hier alles. Wollen wir die wegbringen? Ja. Bist du ein bisschen nass? Ja, sie hat so halt mit der Badewanne gehocht. Ich mache jetzt nochmal eine frische Panty, dann kriegt sie. Frische Panty? Noch eine Flasche. Frag sie erstmal, ob sie überhaupt eine möchte. Ich habe heute nämlich. Wollen wir die gleich machen? Bett. Aber Dings. Vorher noch eine frische Panty. Ja. Wir haben das Bett. Na, ich muss ja halt ins Bett bringen. Mach es mit Matthias bei Kassel. Ja? Dann leg dich mal dahin. Und dann einmal den Mund abwischen, bitte. Einmal dahin. Leg dich hier. Baby, hier. Was? Hier kannst du dann bring ich die Flaschen weg. Nein. Komm her. Malu sucht sich das immer allerdings selber aus. Wer was machen soll, wie zum Beispiel Pampi wechseln. Anziehen, Jacken anziehen. Wieso brennt denn hier das Licht drin? Ja. Sie sucht sich das halt alles alleine aus. Und das muss man dann so akzeptieren, ne? Ist ja auch ihre Privatsphäre, ne? So, jetzt habe ich hier das Problem, dass ich sehe, dass da schon wieder zu wenig Pulver drin ist. Was ist mit dem Wasser? Okay, das tut mir auch weh, wenn das alles so steht. Oh. Das reicht nicht, das Wasser. Mama? Hm? Hi, Baby. Das Ding ist, dass wir jetzt demnächst zwei Milchmaschinen haben und die brauchen schon ein bisschen Platz, um dass du hinten den Tank abmachen kannst oder hier halt das Pulverding. Ich muss das wieder aufdrehen. Das bedarf schon ein bisschen Platz. Mama! Deswegen ist das hier mit dem Regal irgendwie keine gute Lösung. Blöd, ja. Mama! Wir gehen schon mal raus. Ja, ich mach dich jetzt hoch. Wir haben jetzt hier so die Sterne an. Ach, da komm hier. Ah, der. Hat Papa die. Oh, was machst du denn? Gehst du ganz hinten in die Ecke? Mama kommt da auch hin. Okay, ich bringe jetzt die Kleine erstmal ins Bett und dann heißt das Ehefrauzeit. Mama?